Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Check der Devolo-Sachen bzw. anschließend. Ich habe hier schon mal das Home Control Center vorbereitet. Seht ihr, daran ist USB und da ist Internet. Und da ich jetzt es erstmal im Wohnzimmer lassen werde und ich nicht wirklich Platz irgendwo freie Steckdosen, eine einzelne Steckdose habe, für DLAN, also Internet über Steckdose, dass es darüber mit dem Router verbunden wird, werde ich es jetzt am Anfang mit einem Kabel verbinden. Ach Mensch, ich zeige euch das gleich. Und mal gucken, wieso geht denn das jetzt nicht? Passt das jetzt nicht? Oh, das passt hier nicht. Ah, wo passt denn das nicht? So, hier unten. Ah, passt auch nicht, scheiße. Schütteböen. Muss ich gucken, dass ich das noch irgendwie hinkriege. Das könnte ich dann per USB anschließen. So. Ist jetzt aber doof. Ach, ich habe eine andere Idee. Ach, da habe ich auch kein Internet frei. Habe ich mir so gut vorgestellt und gerade geht es nach hinten los. Könnte das hinter den Fernseher. So. Mama Trick 17. Wenn gar nichts mehr geht, geht es hinterm Fernsehen. Da habe ich nämlich Kontrolle. Hoppala. Geht auch nicht, keine Steckdose frei. Also bleibt mir nichts anderes übrig. Will ich das Smart Home Control jetzt erstmal hier im Flur direkt dran machen mit DLAN und später neben meinen Router machen. So, da muss ich jetzt hier erstmal zack und jetzt leuchtet hier die rote Leuchte für Home. So. 1, 2, 3. Gucken, ob das auch vernünftig eingebunden wird ins Netz mit DLAN. Ich habe jetzt hier noch immer ein Kabel, den lege ich erstmal hier hin. So, und jetzt drücke ich hier einfach mal auf meinem Haussymbol hier. So, jetzt blinkt mein weißes Haussymbol vom DLAN da unten. Das blinkt jetzt so weiß auf. Und das Smart Home Control war ja rot. Und jetzt ist es nicht mehr rot, jetzt ist es weiß. Und so schnell ist es denn schon. Ja, es ist nicht mehr rot. Es leuchtet jetzt selber auf, um was ins DLAN einzubinden. Und das war's auch schon. So einfach ist das Smart Home Control Center eingebunden im Netzwerk, wenn wir DLAN haben. Wir brauchen nichts großartig machen. So, jetzt muss ich nur gucken. So, da bin ich auch schon wieder. Akku war leer. Gott sei Dank habe ich jetzt genug Akkus zum Wechseln. So, und jetzt müssen wir gucken. Das kann ich nämlich mit der Hand abschrauben. Meinen alten Thermostat. Jetzt müssen wir den neuen nehmen. Dann nehme ich den dicken.
Okay. Passt doch ja nicht. Ich habe jetzt gedacht, ich brauche den dicken. Aber ich brauche den dicken gar nicht. Weil der dicke kommt ja nicht so weit ran, dass ich den aufschrauben könnte. Also muss ich den dünnen nehmen. Jetzt schrauben wir den dünnen hier einfach mal drauf. Nee, falsch rum, so rum. Hier habe ich auch so ein dickes Schraubgewinde, habe ich jetzt hier bei diesem dicken nicht. Schauen wir das einfach mal drauf. Lass mal gucken, dass ich das richtig mache. So. Jetzt ist das raufgeschraubt. Ich mache es auch nur handfest, dass ich es jederzeit wieder lösen kann. So, dann nehmen wir uns das Divolo Home Control Center. Ach Quatsch, Heizungsding. Raufdrücken. Also vorne randrücken. Und dann im Uhrzeigersinn raufschrauben. Und schon ist es fertig. Wir können Batterien reinmachen. Plus. Ne, plus. So. Und. So. Und dann können wir das nicht wieder hier festmachen. So. Wenn ich hier drehe, ihr seht, da passiert nichts. So, jetzt machen wir hier mal Powerknopf gedrückt. So, und jetzt habt ihr was gehört. Die Heizung ist aus. Der hat jetzt praktisch, ist so ein Motor, der da drin und raus geht. So, und der ist jetzt hier, steht jetzt hier auf 21 Grad. Jetzt blinkt er hier wie doll und verrückt, weil ich unten nochmal drauf gedrückt habe. So, das mal. Ich werde mal so sehen, machen, dass ihr das seht. So. Nachdem ich den jetzt verbunden habe mit dem Home Control Center, so wie es aussieht, ja, also ich habe hier so ein Funksymbol, ich habe eine Glocke, ich kann jetzt hier runterschrauben oder hochschrauben. Wenn ich sage hier 28 Grad, das ist das Höchste, was ich haben kann, dann habe ich hier ein Schloss. So. Und die Heizung ist komplett aus, da kommt jetzt gerade nichts an. So, 4 Grad, ach so, ja doch, sind Grad Celsius. Also hier haben wir jetzt nicht irgendwie Stufen oder so. So, und was ist denn? So, einmal blinkt es, dann stellt es Kontakt mit der Basis her. 1, 2, 3. So, 5-mal blinkt es langsam. Und wenn ich das hier drückt halte, so, 7, L, P, B, gedrückt halten. So. Das ist auch irgendwo erklärt, was das bedeutet. Mit PB und so. Und der hat jetzt auf jeden Fall Connect. Mit der Basisstation. So. Ihr seht, das ist im Prinzip kinderleicht. Ich muss mal so machen, dass ihr das jetzt hier oben seht, was ich jetzt mache. So. Hoppala, wo ist denn das jetzt hin? Ach, war der Kabel fest. So.
Da ich das nicht festschrauben will und hier keine Löcher reinschrauben möchte, nehme ich jetzt, da sind auch genug Klebesensoren mit bei, falls das mal nicht gleich klebt. Also es sind drei solche Klebesensoren mit bei, solche große und drei kleine. Jetzt ziehe ich hier unten das Plastiknippel raus und ihr seht, es leuchtet, es blinkt rot. Ja. Wir haben hier auch noch so eine Kontakttaste. Und ihr seht, so, wenn ich jetzt das hier ranhalte, leuchtet es kurz rot auf. Nochmal. Und auch andersrum geht es. Und durchs Wackeln, seht ihr, das ist nicht durch Wackeln. Und da werde ich jetzt die Home Control Basis werde ich hier ran klatschen. Also die große. Und das kleine Ding werde ich an die Tür machen. Habe ich mir so überlegt. Mach ich erstmal den Klebestreifen ab und klebt den hier drauf. So, macht dann halt den anderen Klebestreifen ab, also die Rückseite, und klebe das jetzt hier einfach mal. Ich könnte das jetzt natürlich auch hier vorne direkt rankleben. So, dann sieht man es auch immer. Da hat man es wirklich unter Kontrolle. Aber hier will er gerade nicht kleben. Warum will er das nicht rankleben? Doch, jetzt klebt es. So. Jetzt brauche ich einen Kleenstreifen. Ach, von den Kleen sind so ja viere da. So, dann nehmen wir das einmal ab hier. Kleben das hier ran. Auch hier arbeite ich wieder mit Klebestreifen, da ich nicht Löcher in die Tür bohren möchte oder machen möchte. Falls ich hier mal ausziehen sollte, kann ich hier ausziehen, ohne dass ich irgendwelche Löcher hinterlasse. Ihr seht, das leuchtet jetzt rot. So, und jetzt klebe ich das hier. Hier haben wir auch irgendwo eine Kerbe. Hier ist die Kerbe. Und die klebe ich dann praktisch eigentlich hier ran. So. Der will gerade nicht kleben. Warum will der nicht kleben? Ich hatte das doch schon im Vorfeld sauber gemacht. Habe ich ein Handtuch hier? Ich habe kein Handtuch hier. Ich habe nämlich im Vorfeld schon extra hier vorher fertig, sauber gemacht. Durchs Dampfen lagert sich natürlich das hier auch ab. So, gucken wir, ob es jetzt funktioniert. So, das ist so, genau, hier. Jetzt klebt das. So. So. Und mehr ist das auch gar nicht. Und sobald ich jetzt hier, das leuchtet jetzt rot, weil es nicht verbunden ist, wenn ich das aufmache, dann ist kein Magnet mehr, wo er sagt, hier, pass mal auf, hier ist offen. Und dann schickt er dahin, also zum Home Control Center, eine Nachricht und sagt, ich bin offen. Und dann geht, ich kann auch ja nochmal lüften, damit wir hier mal ein bisschen die Bude kälter kriegen, damit das Home Control Center anspringt, also praktisch der Heizsensor. Und dann können wir auch das gleich mal testen, wenn die Bude kalt genug ist, dass er heizt. Und sobald ich die Fenster aufmache, dass er nicht heizt. So, das war jetzt soweit für die Sachen. Dann haben wir noch den, den werden wir gleich machen. Dafür werde ich mich hier am Unboxing-Tisch wieder hinsetzen.
Ich werde mir gleich mein Tablet nehmen, beziehungsweise ich werde mein Handy nehmen und werde es mit dem Smart Control verbinden, werde das alles einstellen und dann werden wir mal raufgucken. Da mache ich aber jetzt hier vorher erstmal einen kurzen Cut, weil ich das wieder umbauen muss. Da bin ich auch schon wieder. So, jetzt werden wir mal gucken. Ich muss jetzt erstmal in die Smart Control App rein. Devolo, My Devolo. My Devolo öffne ich. So. Home Control. So. Bitte fügen Sie über die Seite www.mydevolo.com Home Control Center hinzu. Machen wir. Jetzt öffnen. Jetzt bin ich auf www.mydevolo.com. Muss jetzt meine Devolo-ID eingeben. Die werde ich jetzt eingeben. So. Und jetzt fragt er mich, ob ich eine Livecam, ob ich online shoppen will oder ein Home Control Center. Und da gehe ich dann natürlich auf Home Control Center. So. Und da kann ich jetzt mein Home Control Center prüfen, helfen. Plus, Sie starten nun die Einstellung von Devolo Home Control. Hierfür benötigen Sie ein Devolo Home Control Center. Habe ich weiter. Adresse. Bezeichnung. Ferienhaus, Wohnung. Wohnung. Straße, Kass. Hausnummer. Das ist halt auch gut, wenn man mehrere Home Control Center hat, zum Beispiel im Haus, in einer Ferienwohnung, in einer Stadtwohnung, Gartenwohnung, irgendwas, kann man das alles dann selber separat hier drauf zugreifen und jedes einzeln einstellen. So, jetzt fragt er auch nach Postleitzahl. Das ist, denke ich mal, wegen den Security-Einstellungen, die man machen kann. Also mit dem Bullenrufen und so. So, jetzt fragt er nach Land. Ich denke mal, Land sind wir Deutschland. Wenn mich nicht richtig täuscht. Zeitzone Europa, Berlin, genau. Übernehmen. So, Wohnung. Alle gespeichert. Und weiter geht's. Jetzt steht Loading da. So, jetzt sagt er Seriennummer. Die Seriennummer. Habe ich denn die, liegt die jetzt wieder in dem Karton drin oder was? Ach, die habe ich natürlich wieder mit drin gehauen. So, jetzt habe ich hier meine Seriennummer, also Serien Security ID und eine Seriennummer habe ich jetzt hier. Die Seriennummer zum Beispiel der Home Control finden Sie auf der Tastenleiste installieren Etikett und auf der Gehäuse Rückseite. So, akzeptieren. Das ist nicht die richtige Home Control Center. Doch, das ist das, was ich habe. Akzeptieren. Vielleicht gibt es da auch mehrere. So, die Devolo Home Control Center. Was? Die Devolo Home Control Center müssen leicht zugänglich sein. Drücken Sie nun einmal kurz die Taste mit dem Haken. Jetzt muss ich mal hier kurz ums Eck gehen und die Taste mit dem Haken drücken.
Habe ich gemacht. Und dann ist das Feld auch gleich weggegangen, dass ich das mit dem Haken drücken soll. Okay. Trennen Sie die Zentrale nicht vom Strom. Ach, herunterladen. Der ladet jetzt hier was runter. Also ich bin schwer begeistert. Ich habe hier nichts eingegeben. Ich habe nur meine Adresse eingegeben. Dem Home Control Center nicht sagen müssen, du hast die IP so und so, gib die mal hier ein. Nur anhand der Adressdaten und dass ich mit meinem Handy gerade diese Einstellung mache, wird die IP natürlich abgegriffen und dadurch wird die IP vom Home Control Center ja auch mit, die wird ja automatisch gesendet, aber konnte nicht zugeordnet werden. So, trennen Sie, so Neustart, jetzt wird das Home Control Center neu gestartet, steht hier so, ja. So, jetzt muss ich mal gucken, also da steht, dass das neu gestartet wird. Also ich bin da bis jetzt schwer begeistert, wie schnell das geht. Ja, der blinkt, also der Haken blinkt jetzt hier auf. Der Haus leuchtet, der Haken blinkt. So, trennen Sie die Zentrale nicht vom Strom. Neu starten. Wenn ich den Haken kann ich drücken, wie ich will, da passiert nichts. Es steht eine neue Softwareversion zur Verfügung. Aha, okay. Gut. Der arbeitet und arbeitet. Und wie gesagt, ich habe das Home Control Center, habe ich jetzt in keinerlei Art und Weise mit dem Internet über einen normalen Kabel verbunden. Das greift alles mein DLAN-Signal ab. Ich muss jetzt erstmal einen Schluck Cola trinken, Leute, ich habe einen trockenen Hals. Bin ja hier die ganze Zeit schon beschäftigt, wa? Startet neu, steht hier nur. Wenn ich jetzt der sagt immer noch, dass er hier neu startet. Ich lade die Seite mal nochmal. So, jetzt hat er hier halten Sie die Seriennummer von Home Control bereit. So. Sobald Ihr Home Control Center mit dem Internet verbunden ist, leuchtet die LED der Taste mit dem Haken weiß. Tragen Sie Seriennummer der Zentrale in das unten stehende Feld. Okay, die Seriennummer. Das mache ich so, dass ihr das auch nicht seht. Och, Mensch, ey. Dauert ein bisschen länger, ist eine lange Nummer. Jetzt habe ich gerade vorhin das Licht hier oben ausgemacht. Na toll. So, das müsste sie jetzt sein. Und jetzt gehe ich hier auf Weiter. So. Ach du heilige Scheiße.
Falls Ihr Routernetzwerk einen Fehler für Verbindung hat, muss sichergestellt werden, dass folgende Ports ausgehend Datenverkehr zulassen. Aha, okay. Davon werde ich mir mal einen Screenshot machen. Muss ich nachher nämlich freigeben. Ich muss jetzt mal gucken am Home Control Center. Der Haken leuchtet nicht. Jetzt leuchtet der Haken. So. Der blinkt. Jetzt leuchtet der Haken. Und jetzt kann ich hier nochmal sagen, weiter, habe ich das vielleicht falsch eingegeben? So. Nochmal die Seite neu öffnen hier. Boom. Zur Übersicht die Seriennummer eingeben. Oh, ich kann die gar nicht kopieren und einfügen. Scheiße. So. Ist in der Zentrale unten im Feld. So. Jetzt gebe ich die hier nochmal ein. So, habe ich und weiter. Die Volo Home Control Zentrale muss leicht zugänglich sein. Drücken Sie nun einmal kurz die Taste mit dem Haken, um die Voreinstellungen Home Control Center zu starten. Okay, jetzt soll ich einmal die Taste mit dem Haken drücken. Habe ich gemacht. Und schon passiert hier was. Herzlichen Glückwunsch, die Divolo Home Control Zentrale wurde erfolgreich installiert. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Okay. Geräte hinzufügen. Okay. Gut, also ich habe jetzt mein Home Control Center drin. Und wenn man das macht, so wie die das sagen, dann funktioniert das recht gut. So, jetzt wollen wir eigentlich, was wollen wir jetzt hinzufügen? So, Divolo Heizkörper. Genau, das wollen wir machen. Schritt 1. Weiter. Schritt 2. Wird wirklich richtig bebildert, so ja mit Videos erklärt, wie man den Thermostat da ranmacht. Das habe ich ja schon erledigt. Also das ist geil. So. Welche Geräte möchten Sie dem Home Control Center hinzufügen? Oh, das macht sich hier über Handy jetzt gerade echt doof. Funkschalter. Rauchmelder. Ne, Raumthermostat. Heizkörper. Ich mache jetzt nochmal Heizkörper. Also ich denke mal, geht über Laptop, geht das wesentlich leichter. Weil hier muss erst immer die Seite aufgebaut werden und jetzt fehlt mir hier das Weiterzeichen zum Beispiel. Der lädt und lädt und lädt und lädt und lädt.
Also das werde ich, denke ich mal, über den PC machen müssen. Passiert auch nichts weiter. So. Mein Devolo. Wohnung. Loading. Okay. Devolo Fernbedienung. Funkschalter. Heizkörper. So, jetzt sage ich einfach mal hier in der App direkt, dass ich das hinzufügen will. Okay. So, jetzt sagt er in der App auch, kann ich das doch besser sehen mit weiter. Starten Sie den Installationsmodus des Gerätes. So, da soll ich jetzt gedrückt halten. Achso, geht vielleicht dann erst weiter, wenn ich das gedrückt halte. Wartet, ich mache mal so, dass ihr das seht, was ich mache. Funktionstaste, Geräterkennung fehlgeschlagen. Nochmal versuchen. Heizkörper, weiter. Funktionstaste nach einmal circa eine Sekunde. Heizkörper, Thermostat an die. So. Ah, jetzt hat er erkannt. Aha.